16 neue Funkstreifenwagen hat der Innenminister Lorenz Kaffier am Mittwoch an die Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock sowie an die Landesbereitschaftspolizei übergeben. Beim Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugbetrieb in Schwerin haben die Beamten die neuen Autos entgegengenommen. Dadurch werden die alten Dienstfahrzeuge ersetzt, die auf den Straßen von Mecklenburg-Vorpommern eine Laufleistung von zum Teil bis 374.000 Kilometer absolviert haben. Ein besonderes Augenmerk liegt diesmal auf jenen Fahrzeugen, die auf den Autobahnen zum Einsatz kommen. Die zusätzliche Bemusterung mit den gelblichen Tönen, die in gewissen Neonfarben aufgebracht sind, die auch im Dunkeln oder bei Nebel sehr deutlich erkennbar sind, sollen zur Eigensicherung mehr beitragen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch geschützt sind. Gerade auf Autobahnen kommt es sehr häufig zu Unfällen. Bei der Aufnahme anderer Unfälle werden die Mitarbeiter gefährdet. Und deswegen ist das ein Schritt, der gemeinsam in Deutschland entwickelt worden ist, in die richtige Richtung. Daran möchte ich festhalten. Deswegen kommen 3 weitere Fahrzeuge in die Autobahnverkehrspolizeireviere. Es ist geplant, die Funkstreifenwagen der Landespolizei in allen 7 Dienststellen sukzessive mit einer neuen Beklebung auszustatten. Doch auch mit dem Neuzugang sind die Beamten durchaus zufrieden. Alle 16 Einsatzfahrzeuge werden sofort in den Dienst aufgenommen.